Für Borussia Bautzen in Weiß-Schwarz ist es das Spiel des Jahres. Auch wenn der Oberligist ja klarer Außenseiter ist, machen die Buddhisten von Beginn an Dampf im eigenen Stadion. Keine 10 Minuten rum. Erste gute Möglichkeit für Borussia Bautzen. Hensch, aber trifft die Kugel nicht richtig. Aue, der Drittligist, zwar mit mehr Ballbesitz, aber die besseren Tormöglichkeiten erspielt sich die Buddhissa. 27. Minute, Brandl mit der Kopfvorlage und Kepler fast mit der Führung. Aue im Glück, Kepler trifft nur den Pfosten. Gut eine halbe Stunde braucht der FC Erzgebirge Aue, um in Fahrt zu kommen. Thiel bringt den Ball scharf von rechts vors Tor. Da steht Knežević am zweiten Pfosten völlig frei und schiebt locker ein zum 0:1. Auch wenn Bautzen trotz Rückstandes gut dagegen hält, zeigt Erzgebirge Aue nach dem Seitenwechsel dem Oberligisten seine Grenzen auf. 51. Minute, Elias Huth im Nachschuss zum 0:2. Keine 10 Minuten später, wieder ist es Elias Huth mit seinem zweiten Treffer zum 0:3. Für Bautzen wird es noch bitterer. 82. Minute, das 0:4 durch Jastremski. Mit dem 4:0-Sieg gegen den Oberligisten Borussia Bautzen zieht der FC Erzgebirge Aue souverän ins Viertelfinale im Sachsenpokal ein.